Du hast ja schon geändert, Mensch. Ich bin hier noch am herausfinden, wie die Mod-Ansicht funktioniert, denn ich habe jetzt hier ein ganz tolles Tablet und versuche hier alles ein bisschen professioneller zu machen, als es eh schon ist. Mit kleiner Verzögerung sind wir jetzt auch da. Jetzt hatten wir auch eine längere Pause mit den Gäste-Streams. Ich war auch im Urlaub und alles, aber heute sind wir endlich wieder da mit einem eigentlich echt coolen Thema. Und zu Gast ist der Mischa aus dem Pipeline in Frankfurt am Main. Wir haben uns zufälligerweise kennengelernt bei unserem Civilization-Event, was dann im Endeffekt irgendwie so ein Abend war mit ja, drei Instanzen im Endeffekt. Das war. Ich konnte nicht mitspielen und hätte so gerne. Es war auf jeden Fall ein cooler Abend und so lernt man auch neue Menschen kennen. Und so kamen wir dann eben auch auf das Thema von heute. Das wäre. Utopie versus Dystopie in der Popkultur wäre das Thema für heute Abend. Genau. Genau, also zu dem Thema gibt es ja unglaublich viel, was man sagen kann. Aber als erstes sollten wir, glaube ich, mal wieder die Facts abklären. So, was ist eine Utopie? Was ist eine Dystopie? Woher kommen die Begriffe? Also der Begriff Utopie, das ist, ich meine, es gibt schon, gab schon so in religiösen Schriften oder in so mythologischen Schriften gab es schon ganz früh Vorstellungen von, ja, so Himmelsvorstellungen zum Beispiel, so Paradiesvorstellungen. Also richtig, die Utopie kam dann erst so um 1500 rum auf, und zwar mit dem Roman, na Roman ist es nicht. Literaturstück Utopia von Thomas Morus. Das ist aber, also wenn man sich eine Utopie heute so vorstellt, das ist meistens eher eine Zukunftsvision. Der Thomas Morus hat damals eher von irgendeiner Insel weit, weit weg geschrieben, die ein ganz perfektes Staatssystem hat und wo es allen Leuten gut geht und genau. Das wäre die Utopie. Die Dystopie ist genau das Gegenteil. Also im Endeffekt heißt Utopie heißt übersetzt so grob guter Ort. Dystopie heißt eher ein übler Ort oder ja, ein Unort. Ein Unort. Ich glaube, das wird das Unwort des Jahres. Der Unort. Der Unort. Gehe ich irgendwo hin und sage, nee, also das ist heute mein Unort hier. Das Oh, ist, ich vibe nicht damit. mir würden sofort ein paar Unorte einfallen. Ja, same. Genau, aber im Prinzip ist das das ganz genaue Gegenteil. Im Endeffekt ist das, kam das so erst ziemlich spät auf, also das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und so um die Industrialisierung rum, so in den Nachwehen. Und da geht es halt zum größten Teil darum. Es ist halt eine verzerrte Wirklichkeit in der Zukunft. In irgendeiner Weise, wenn bestimmte Dinge, die aktuell so laufen, wie sie laufen, wenn die in der Zukunft quasi noch übersteigert und schlimmer werden. Also gibt es Beispiele von Kriegen oder Apokalypsen, irgendwie totalitäre Staatssysteme, was passiert, wenn das, wenn es überhaupt keine Gegenwehr mehr gibt und wenn das dann quasi um sich greift. Darum geht es in Dystopien. Prinzipiell, also wir haben jetzt, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, so Utopien und Dystopien finden immer in der Zukunft statt. Aber woher wüsste ich dann so, dass ich jetzt in einer Utopie lebe oder in einer Dystopie, wenn das immer Zukunft ist? Also es wird heute höchst philosophisch. Ui, okay. Just saying, es wird heute höchst philosophisch. Ich habe zu viel Input vom Rudolf ge gekriegt. Grüße hier übrigens auch an dich. Du kannst ja heute leider nicht dabei sein, aber wir holen das definitiv nach und Hätte das ist mich ja gefreut. dein Thema. So, ja, deswegen wird das tatsächlich so ein bisschen philosophisch. Es schwingt immer ein bisschen Rudolf heute wahrscheinlich mit. Ja, also im Endeffekt ist es eine Utopie in dem Sinne, ist ja erstmal Literatur. Also oder ein Medium. Das heißt, ob wir heute in einer Dystopie oder Utopie, die Frage stellt sich da erstmal nicht, weil es ja erstmal ein fiktionales Werk ist. Ne? Also was würdest du sagen zu heute? Ja, weder noch. Was ist, Also ja. ich glaube, das sind halt so Sachen, die kannst du wie, jetzt wird es auch noch physisch und physikalisch, du kannst gewisse
Sachen nur in Relation zu anderen sehen. Zum Beispiel wie Bewegung. Bewegung hast du nur in Relation zu etwas anderem. Mhm. Und ich denke, so ähnlich ist es halt auch zur Utopie oder Dystopie. So vergleiche ich heute vielleicht mit 1939, lebe ich in einer Utopie und damals in einer Dystopie. So, aber lebe ich jetzt sozusagen in der besten Form der Gesellschaft, die ich jetzt haben kann, weiß ich nicht. Das, ja gut, das ist aber auch so ein bisschen so ein Problem, was Utopien gerade in den, also in der Popkultur häufiger hatten, dass du das gar nicht, dass das im Endeffekt ist ja für den auch das ist ja komplett individuell, was für den einen eine Utopie ist, kann für den anderen im Endeffekt eigentlich schon wieder, naja, eine Dystopie vielleicht nicht, aber es kann halt trotzdem nicht das Perfekte sein, wie man sich das vorstellt. So, also es geht ja im Endeffekt erstmal grob um eine gesamtgesellschaftliche Sache auch. Also da sind jetzt persönliche Schicksale jetzt gar nicht so großartig mit drin, sondern es geht erstmal darum, zum Beispiel eine Staatsform zu haben, die auf alle Acht gibt, wo alle gehört werden, wo alle sich selbst verwirklichen können, wo alle ernährt sind oder so. Ist das realistisch? Weiß ich nicht. Wär das deine Wunschvorstellung? Ich sag mal, wenn die Grundversorgung sichergestellt wäre, wäre das schon mal nicht so schlecht. Ich meine, das hatten wir jetzt gerade, ich meine, momentan haben wir schon wieder fast dystopische Züge, weil das Utopische, was wir um die 90er, 2000er hatten, das ist jetzt gerade so ein bisschen am Abebben mit erhöhten Nahrungsmittelpreisen, Spritpreisen und so weiter. Also die Tendenz ist halt eigentlich schon wieder von dem Utopischen, was wir hatten, zurück. Und wir leben da verhältnismäßig immer noch gut, wenn ich mir zum Beispiel, wie gesagt, ich war vor einem Monat war ich im Urlaub, wenn ich es mir da anschaue, zum Beispiel die Lebensmittelpreise in den USA sind einfach der Wahnsinn. So, du kannst da eigentlich nicht Lebensmittel einkaufen zum Beispiel. Hm. Und auch Deutschland, auch EU-weit, war immer mit einer der günstigsten, wenn es um Lebensmittelpreise ging. Es ist aber auch die Frage, auf wessen Kosten tun wir das, dass wir gut leben können. So. Und da hätten wir halt eben wieder den Vergleich. So, wir haben eine längere Chatnachricht. Ich finde, dass beides ein Extrem darstellt. Vielleicht leben wir irgendwo dazwischen, jeder mit seiner eigenen Wahrnehmung der Welt. Ja, auf alle Fälle. Hm. Also, das ist nämlich auch, du hast es ja schon angerissen gehabt, so Utopien und Dystopien sind individuelle Konstrukte. Mhm. So, und ich glaube, da liegt aber halt dann auch die Krux da drin. Jetzt kommt wieder ein bisschen Rudolf. Man kann nicht für allen eine Utopie irgendwie aufbauen, weil einfach jeder eine andere Vorstellung hat und somit wieder in die andere eingreifen würde. Dann lass doch gleich mal genau zu dem, das Problem hatte ich sowieso auch schon bei... Ich habe in meiner Jugend sehr, sehr viel Star Trek geguckt. Ich bin ein absoluter Trekkie, Tracker, wer auch immer. Die eine Gruppe ist jetzt böse, egal was ich sage. Aber das Problem bei Star Trek war ja, dass Gene Roddenberry, der Schöpfer von Star Trek, wollte immer, dass es eine absolute Utopie ist. Also es sollte alles gut sein. Das Problem ist, erzähl mal Geschichten, wenn alles gut ist. Das will halt niemand sehen, nee. Sonst, Fernsehen funktioniert nicht, wenn alles gut läuft. Das sieht man bei Frauentausch, wenn da, und ich merke das selber, so wenn die mal sich tatsächlich verstehen, das ist langweilig, das willst du nicht sehen. Du willst sehen, dass sie sich anschreien, dass es dreckig ist, dass die Fetzen fliegen. Genau. So, weil alles andere, das ist halt kein Entertainment. Man möchte das Drama, sonst heißt es ja auch nicht Drama. Genau, also im Endeffekt bei jeder Geschichte gehört in irgendeiner Weise ein Problem dazu. Ansonsten wird's langweilig, dann will man es nicht mehr sehen. Ja, alles okay. Mit Star ist immer gut. Starlight Express. Ich gehe davon aus, du bist eher die Star Wars-Fraktion dann. Ja, aber das Problem bei Star Trek war halt erstmal das. Dann hat er ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ja, auf der Erde soll doch alles gut sein. Also wurde die fast nie gezeigt. So, so außerhalb, da gibt es dann Konflikte, gibt es dann Probleme und so weiter, mit denen man dann umgehen muss. Aber die Menschheit an sich muss moralisch erstmal over the top sein, da darf es keine Unterscheidungen mehr geben, hat jeder gleich viel Chancen und so weiter und so fort. Alles, was irgendwie negativ ist, das kommt dann außen rum. Und irgendwann, wenn man dann die Geschichte weiterdenkt, kam dann das Problem, ja gut, aber ist das dann das beste Konzept auch für diese anderen
Rassen und Kulturen, die es da im Weltraum gibt. Also ist das dann nicht auch schon wieder so ein bisschen versnobbt zu sagen, wir sind jetzt hier die, wo alles super läuft und alle anderen, bei denen läuft es schlecht. Also das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, gerade mit den verschiedenen Perspektiven. Was ist eine Utopie? Ja, absolut. Also vor allem, wenn wir jetzt so als Menschen da drauf gucken, so bleiben wir einfach mal im Star Trek-Universum. jetzt haben wir es losgetreten. Was wahrscheinlich keinen da draußen interessiert. Ja. Da kann man zum Beispiel halt auch zum Beispiel sagen, wenn man sich die Borg anschaut. Mhm. So, also dieses Kollektiv ist vielleicht für die eine Utopie, weil es funktioniert. Aber für uns so, die sind fremdgesteuert, also die haben diese Schwarmintelligenz, wollen wir überhaupt nicht. So, das ist für uns die Dystopie, weil das uns vielleicht jetzt halt auch an natürlich extreme Regime zum Beispiel erinnert, die diese Gleichstellung von allen, die aber halt natürlich kippt, weil der Mensch nicht dafür gemacht ist, dass alle irgendwie gleichgestellt sind. Vor allem, um mir zum Beispiel auf was ganz anderes zu kommen, zum Beispiel den Film Equilibrium, wo eben Drogen verabreicht werden oder auch bei dem Game We Happy Few. Mhm. Ein ähnliches Prinzip wie bei Equilibrium, dass halt wirklich alle, vor allem auf einem emotionalen Level, alle gleich gehalten werden, weil Emotion ist ja das, was uns ja zum Beispiel neidisch macht, gierig macht. Mhm. So, und genau daran scheitert es eben, was ist Utopie und was ist Dystopie für einen persönlich. Naja, genau. Also ich glaube, ja, das Persönliche ist halt gerade der große Knackpunkt da dabei. Aber eine Utopie kann ja auch sein, dass es so viele wie möglich Sichtweisen wie möglich sich quasi eine Welt teilen können. Also Utopie heißt ja nicht zwangsläufig, das hat ja jetzt kein definiertes Bild. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Dystopien. So. Also da könnte man ja bei einer Utopie jetzt auch sagen, okay, es gibt eine bestimmte Art von Duldung gegeneinander, also gegenüber den anderen, was die verschiedenen Eigenheiten der Leute so angeht. Oh, da kommt schon wieder einiges an Text. Das gleiche wie bei allen, die meinen, sie sind zivilisiert. Und klar, Zeit ist immer ein Faktor dabei. Heutzutage geht man ja sogar schon wieder Schritte zurück in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Man geht immer irgendwie Schritte zurück, man macht wieder Fortschritte. Der Gag ist tatsächlich, wenn wir nur den technischen Fortschritt ansehen, hat uns tatsächlich Krieg am weitesten gebracht. Und das finde ich aber halt auch wieder irgendwie erschreckend. Ja. Also sozusagen, die Utopie funktioniert nicht ohne die Dystopie und andersrum. Mhm. Zu einem gewissen Grad, zumindest wenn wir jetzt zumindest über technische Entwicklungen reden, medizinische Entwicklungen. Es gäbe ganz vieles nicht ohne Kriege, leider. Ja, das stimmt. Ja, also dass wir genau dazwischen stehen, würde ich tatsächlich auch immer sagen. Also man wird keiner von uns irgendwie in eine perfekte Welt geboren. Also im Endeffekt habe ich immer, und das unterscheidet sich ja auch dann von Generation zu Generation. Also meine Elterngeneration hat zum Beispiel was anderes vorgefunden, als ich jetzt vorgefunden habe. Man wird dann Sachen als negativ bewerten, die Generation vorher vielleicht als positiv aufgebaut hat. Also ganz positiv gesehen hat auch immer. Und so geht, also das ist eine ganz, also so eine, man steht halt immer zwischen einer Utopie und einer Dystopie. Und es ist im Endeffekt ja auch eine Entscheidungssache, ob man, in welche Richtung man das Ganze sehen will. Aber wir reden viel über Utopien. lass uns doch mal von der Dystopie reden. So. Ja, zurück zum Schlechten. Genau, das gibt auch ein bisschen mehr her, sieht man ja hier in den ganzen popkulturellen Geschichten. Aber das ist ja wieder das so. Utopie will eigentlich keiner sehen so richtig. Außer natürlich, es kommt dann dieser Wandel so, wir leben eigentlich in einer Dystopie, wie eben bei Equilibrium. Ja, und da bei der Dystopie ist es ja immer so ein bisschen derjenige, also wenn du dir anguckst, die Leute, die mit denen man sich identifiziert im Endeffekt, wenn du jetzt in der Serie der Protagonist, Protagonistin oder auch der Spielercharakter in Ein Leben in der Dualität. Der Avatar jetzt von Spieler, Spielerin in einem Game ist halt meistens die Person, die in dieser Dystopie steht, aber so ein bisschen rausragt, weil
diese Person merkt meistens, dass da nicht alles so toll ist. Also alle anderen laufen so ein bisschen mit und die Person merkt dann, da ist nicht alles so cool und arbeitet aber zwangsläufig, weil das macht es ja so ein bisschen spannend bei einem Game. Du bist ja Heldin in dem Moment. Und dann arbeitest du dann ja doch wieder in Richtung von der Utopie. Weil du möchtest, dass dieses, keine Ahnung, ist es jetzt sagen wir mal, Wolfenstein, ist es jetzt ein Nazi-Regime beispielsweise, wo du aufbegehrst? Oder ist es jetzt bei Fallout wär's zum Beispiel die absolute Zerstörung? Da wächst dann im Endeffekt, wachsen wieder also Kommunen daraus. Und jetzt, wenn wir Fallout 3 nehmen beispielsweise, eiferst du deinem Vater nach, der da Wasser, also Wasser wieder in großem Stil reinigen will, dass die Leute wieder Wasser haben. So, also im Endeffekt ist eine Utopie so in diesen Geschichten oft auch einfach immer wieder Teil davon, weil du dich dann aus diesem Negativen wieder rausbewegst. Nee, ist auch eigentlich logisch, weil warum möchte man den negativen Zustand beibehalten? Ja? Ich meine, man könnte auch Spiele nehmen, wo man halt das Gegenteil in Anspruch machen kann. Mhm. Wenn wir halt wieder Richtung viel von Simulationsspielen, SimCity. So, aber da musst du ja auch erstmal aufbauen, bis irgendwas passiert. Okay, die Commands bitte im Talk funktioniert das schlecht, aber wir können gerne mal kurz anstoßen. Aber okay. Ich sehe zumindest den Command, also Cheers und danke fürs Einlösen der Kanalpunkte. Cheers. Ewig lange. Na, das werde ich nicht sagen. Nein, wir werden nicht von der Firma bezahlt, deswegen Nein. werden keine Namen genannt. Gönnt euch, ja. Tun wir. Wo waren wir? Spiele. Ja. Genau, was haben wir denn noch? Sind wir zumindest bei Spielen, können ja danach noch auch zu Filmen kommen, etc. Bei Popkultur ist ja relativ weiträumig. Wir waren gerade bei SimCity. Wolltest du auf die Katastrophen hin? Oder? Zum Beispiel. Oder dass du, oder auch, wir können ja noch kleiner anfangen, dass wir bei Sims sind, wo du ja auch im Endeffekt Tod und Zerstörung bringen kannst, wenn du Bock hast. Und das, wir haben das alle gemacht. So, naja, also so typisch, ja. Sim in Haus, Tür weg, gucken. So, für den, der da drin ist, in seinem Räumchen, ohne Tür, ohne Klo, ist das das absolute Dystopie. So. Mhm. Und alles, was halt auch in die Richtung gehen könnte, so, keine Ahnung, Gefängnissimulator oder so. Aber gut, bei Sims bist du ja nicht tatsächlich Teil der Welt, du identifizierst dich ja auch nicht mit der Person. Nein. Also nee, kommt drauf an, wie du spielst. Kommt drauf an, ob du dich jetzt selbst bastelst als Sim oder nicht. Aber machst du das nicht? Doch, klar. Siehst du? Lange keinen Sims mehr gespielt. Ich auch nicht. Soll ich mal wieder Sims spielen? Ich weiß nicht. Guckt ihr euch sowas an? Ich bin da, glaube ich, raus. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal anfangen wollen würde. Aber da ist tatsächlich so ein kleines bisschen eine sadistische Ader, ne, hat man dann schon, ne, an solchen Stellen. Das ist schon irgendwie. Ja, weil man eben keine Konsequenzen daraus zieht. Und da wären wir jetzt wieder beim Thema Fallout halt auch mit Konsequenzen. Dadurch, dass du in der Dystopie lebst, hast du halt auch einfach nicht so viele Chancen wie in der Utopie. Du hast einfach oft nicht die Wahl. So. Und musst halt einfach wählen zwischen Pest und Cholera. Mhm. So, und das ist halt auch etwas, was zum Beispiel die Dystopie einfach auszeichnet. So, du kannst irgendwie nur zwischen schlecht und schlecht wählen, gefühlt. So, und die ganze Stimmung ist ja schon sehr, sehr drückend. Also, das stimmt, Es ist ja immer irgendwas vorgefallen, dass man sagt, okay, man ist jetzt plötzlich in der Dystopie. Ja, also es ist halt immer irgendeine, ich meine, wenn man, es ist halt, ist es ein Atomkrieg wie bei Fallout, der vorangegangen ist, oder die Maschinen wie bei Terminator, die durchgedreht sind. Das Ding ist halt bei einer Dystopie, ist, was ich halt so faszinierend daran finde, ist, dass es meistens halt Sachen sind, die bei uns schon grundlegend da sind. Wie bei Cyberpunk wäre es zum Beispiel der absolute Ultrakapitalismus, der irgendwann die politischen Entscheidungen eigentlich nur noch trifft und die Regierungen eigentlich nur noch Marionetten sind. So, also so wie, ich darf das, weil ich im schlimmsten Fall verliere ich nur meine Staatsbürgerschaft, aber wie in den USA. Das kann man so sagen. Ich meine, bei uns ist es auch auf dem besten Weg dahin, im Prinzip. Ja, absolut. Ne?
Aber im Endeffekt ist das überspitzt, das, was wir eigentlich jetzt schon vorfinden. Haben wir eine technische Entwicklung, die, also gehen wir in Richtung, können wir jetzt Automaten bauen, war jetzt zum Beispiel die Geschichte, ja, dann können wir uns ja selbst auch nachbauen, dann haben wir irgendwann Roboter. Und was passiert in dem Moment, also was ist das dann? Das ist übrigens auch eine der besten Folgen in Star Trek. Die, ist der Androide an Bord ein Mensch oder nicht? Da gibt es dann eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Oder ist es ein Lebewesen? Ist das nicht die Folge, wem gehört Data? Genau, das ist die Folge, wem gehört Data. Ja. das ist halt bei der, das wäre jetzt halt die Utopie, ne? Da wird, kommt im Endeffekt halt einfach raus, ja, er wird quasi als Lebewesen an. Gute Frau, ja. Im Text lesen wir gleich Musik. Da wird dann im Endeffekt rausgestellt, ja, kann als Lebewesen gelten und so und alles ist gut. So, und bei Terminator ist es dann halt einfach, ja gut, dem Abwehrsystem in dem Sinne, wurde ja hier gerade gesagt, dem ist es im Prinzip eigentlich egal. Das tut, was es tun soll, löscht eine große Bedrohung aus und das sind halt in dem Moment wir. Ich meine, ganz Unrecht hat Skynet halt nicht, ne? Also ja. Wir kommen halt immer drauf an, was von der Sicht. So sind wir jetzt ja wirklich die höchst philosophisch-ethische Sicht, dann ist das vielleicht nicht verkehrt. Aber sollte Skynet sich dann nicht im Endeffekt dann selbst auslöschen, nachdem es das getan hat? Weil dann ist es ja auch eine Bedrohung. Ja, aber erst wenn es durch ist. Ach so. Aber okay. wen soll Skynet bedrohen? Wen soll Skynet bedrohen? Ich weiß es nicht. Schafe? Ich meine, ich sag mal so, wenn ich mir diese Sequenzen so später angucke, die ganzen Schädel und so, es sieht auch nicht mehr so schön aus. Also ich glaube, Natur hat da auch keine Chance. Ich glaube auch nicht. genau, also das Abwehrsystem hatten wir. Ich bin pro Skynet. Also genau, da hatten wir auch noch einen etwas längeren Text. Jo, bei City Skyline, wenn du die Bevölkerung zu stark bildest, dann geht die Industrie down, weil man dafür Ungebildete braucht. Ja, ich sag mal so, ich glaube, das sind halt dann wieder Sachen, da werden wir jetzt langsam wahrscheinlich auch hinkommen, tatsächlich, dass man natürlich sehr viele Fachkräfte braucht und viele Prozesse aber mittlerweile auch automatisiert funktionieren. Mhm. Und ich sehe das ganz oft, es gibt doch so viele Jobs, die eigentlich von Maschinen gemacht werden könnten, aber man beschäftigt Menschen dafür, damit die beschäftigt sind. So. Ist ja die Frage, okay, lässt man die da einfach? Oder fangen wir an, die Leute zu bilden? So, das bringt aber halt erstmal lange Zeit kein Geld. Und boom, schon sind wir halt wieder bei dieser Kapitalismusdebatte. Das funktioniert halt aktuell nicht. Mhm. Ja gut, der Ursprung vom Kapitalismus war ja im Endeffekt dafür zu arbeiten, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Oder weniger. Ja. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, weil im Endeffekt müssen wir Leute jetzt halt dann, ne, dazu drängen, arbeiten zu gehen über Lohnarbeit und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt so eine Sache, die ja in so einer Dystopie dann auch erkannt wird und quasi auch überspitzt wird, sodass er halt nochmal deutlicher wird. Ja, ja, auf alle Fälle. Eine gute Welt funktioniert mit Offenheit, Freiwilligkeit, Partizipation, Geschlechtergerechtigkeit und der Orientierung an den sozialen Lebensraum eines jeden. Ich glaube, tatsächlich bis zum letzten Wort stimme ich dem zu, aber da hätten wir genau wieder das Problem, so jeden. Das ist unglaublich schwierig, beziehungsweise eigentlich unmöglich. Und deswegen hätte ich halt auch gesagt, so die absolute Utopie, die absolute Dystopie, existiert nicht. Ich werfe das jetzt in den Raum, das existiert einfach nicht, weil irgendeiner zieht immer irgendwie Profit oder einen Nachteil daraus. Mhm. Also existiert in der Wirklichkeit nicht. Ja. Also weil die Geschichten gibt es ja. Genau, die Geschichten gibt es. Genau. Die würden aber so einfach nie funktionieren. Nee, aber stell dir eine Gesellschaft vor, die nur Dystopien hat. Ja, geht ja nicht. Irgendeiner zieht immer den Vorteil raus. Nehmen wir halt wieder zum Beispiel Nazi-Deutschland. So für sehr viele Leute war das eine Dystopie. Und wenn wir heute darauf zurückgucken, absolute Dystopie. Mhm. Aber für wirklich überzeugte Nazis und die es auch geschafft haben, für hohe Militärs, war das die Utopie. Mhm. Absolut. Das war ja das Wunschdenken da von gewissen Menschen. Ja,
Aber halt von vielen anderen eben nicht. War im Endeffekt halt das, wenn die Sache, wenn alle zu uns gehören, dann geht es auch allen gut. Ja, genau. Auch hier, das finde ich auch wieder einen ganz interessanten Satz, Skynet könnte die Vorstufe zu Matrix sein. Wenn wir auch wieder bei Matrix, ist Matrix eine Utopie oder eine Dystopie? So, jemand lebt halt sein ganzes Leben lang im Jahr 1999. Ja. Aber wenn ich das ja im Endeffekt nicht weiß, ja, ich hole schon mal wieder die tolle, schmale Plastik-Sonnenbrille und meinen Ledermantel raus. Und gele mir die Haare und mache mir Zöpfchen und ja, Make-up-Bürsten braucht man auch nicht. Das könnte man meinen, ich wäre super alt gewesen. 99 war ich 7 Jahre alt, okay? Nur so, dass ihr Bescheid wisst. Forever Arnie, aber der war ja wieder 80er. So, viel Spaß, wünsche euch noch, ich sehe das leider nicht. Daumen, achso, Daumen. Sagt cool, was ihr macht, Liebe raus an euch. Ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Liebe zurück. Genau, aber da werden wir jetzt eben wieder so, ist Matrix eine Utopie oder eine Dystopie? So, wenn ich es ja eh nicht weiß, ich liege da in meinem Tank und ja, ich würde halt kriege. Ja, ich würde eher sagen, da ist die Frage, bist du bei Cypher oder nicht? Im ersten Teil, die anderen zwei kann man sich sowieso sparen. Aber ja, lass mir die Jesus-Geschichte mal weg. Genau. Aber die Sache ist halt, also ist es dir total egal, dass das halt nicht die Wahrheit ist, oder dann kann es eine Utopie sein, weil dann kannst du dein Steak essen in der Matrix und alles ist gut. Oder ist es, also, oder macht es dich so fertig, dass du eigentlich eine Lüge lebst? Weil dann wäre halt im Endeffekt die Utopie, da rauszukommen und das aufzubrechen. Ja, die 90er, die waren nur so Mittel. Also weder Utopie noch Dystopie für Musik. Ja, war ja nicht alles gut. War auch nicht alles schlecht. Nee. Nee. Ja, aber das ist halt auch das. Aber genau das sind auch wieder, jetzt wird's creepy. Genau solche Punkte sind jetzt zum Beispiel auch Ansatzpunkte für Leute, die an Verschwörungserzählungen glauben. Mhm. Zum Beispiel eben. Ja. Dann so, ja, lebe ich eine Lüge? Es gibt eine Elite, die das alles steuert. Mir könnte es ja besser gehen, aber die Elite sagt. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie viele von diesen Verschwörungstheorien aus Popkultur kommen? Mythen. Theorien, ja, sind wissenschaftlich Wording begründet. Ich weiß, ja. Ich entschuldige mich, ich gelobe Besserung. Wir sind hier, um zu lernen. Genau. Aber das Ding ist, also es gibt so viele Verschwörungsmythen, wo einzelne Teile aus verschiedensten Utopien, Dystopien stammen. Wir haben zum Beispiel, was haben wir denn? Wir haben Black Goo, dieses Zeug, was irgendwie, das kommt aus Alien. Was hatten wir noch? Wir hatten irgendwelche Aliens von Aldebaran. Aldebaran ist im Cthulhu-Mythos ziemlich groß. Da wird sich ja gerade dieser Literatur halt auch bedient. Weil das gleich schon so ein bisschen Assoziationen weckt in dem Moment. Ja, weil ja auch das immer recht nah eben beieinander ist mit dieser, es könnte ja wahr sein. Mm. Und dann so, ja, aber zum Beispiel, dann haben wir 1984. So, dann schaut man heute nach China, wo halt genau das gelebt wird. Ja. So, du hast dein Social Score, nachdem du bewertet wirst, wie du dich in der Öffentlichkeit verhältst, kriegst du zum Beispiel keinen Job. Mhm. Oder du kriegst einen Job, weil du dich gut verhalten hast, weil du regimetreu warst. Mhm. So, und dann ist halt auch wieder die Frage so, okay, Utopie, Dystopie? Ja, ich finde das Hilfreiche bei Dystopien ist ja in dem Sinne, dass du, die Geschichte wurde ja geschrieben, gerade bevor das passiert ist. Und die sind halt im Endeffekt, die sind ganz gut, um bestimmte Sachen zu analysieren. Ne? Die Frage ist nur dann an der Stelle, wo ist der Reibungspunkt, wo trennt sich der Verschwörungsmythos von der wahr gewordenen Dystopie dann in dem Moment. Das ist schwierig, vor allem wenn du drinsteckst, also in der Dystopie, in dem Sinn.
Ja, also und vor allem, wenn wir von Dystopien reden, die eben ausgehen von extremen Regimen. Mhm. Unglaublich schwierig, da rauszukommen. Ja, klar. So, man hat es auch schon, ist ja auch gar nicht so lange her, sind wir wieder regional, ne, DDR. Mhm. So, DDR-Flucht zum Beispiel. So, natürlich, das war für viele Mitglieder, die bei der SED waren und aktiv waren, konnte das schon ein nettes Leben sein, so. Was wollte halt nicht jeder. Und da rauskommen ist schwierig. Und da kriegen wir jetzt halt auch wieder so ein bisschen den Schwenker zurück zu Wolfenstein. Mhm. Ja. Ja, also die, das ist sau schwierig. Was genau? Das Unterscheiden halt in dem Moment, finde ich halt. Ja, weil es halt wieder super individuell ist, wo du halt stehst. Hm. Ja, nee, eben nicht. Also wo du stehst, aber auch dazu, welche Quellen du hast, um an irgendwelche Informationen zu kommen, in welchen Kreisen du dich da bewegst und wie vertrauenswürdig das halt alles ist. Ne? Oh toll, also, jetzt kommen wir wieder in Richtung Medienkompetenz. Ja. Wenn wir jetzt wieder bei Verschwörungsmythen sind. Ja, ja. Oder auch generell mit Dystopien etc. Wenn du halt zum Beispiel von außen keinen Input kriegst, nehmen wir Nordkorea. Du hast keinen Informationsfluss oder wenig Informationsfluss. Mhm. Also dann lebst du da halt erstmal weiter, weil du halt eigentlich auch nicht weißt, wie es anders sein könnte. Oder du auch einfach Angst hast. Mit Angst kriegst du immer irgendwie Dystopien hin, die politisch gesteuert sind. Ja. Anders ist es natürlich bei Dystopien, die eben aus politischen Entscheidungen gefolgert sind, wie eben bei Fallout oder Metro. Ja, gut. Die beide denselben Ursprung haben. Ja, also im Endeffekt bei Fallout ist es ja das Politische, was quasi vorangegangen ist, und danach gibt es das ja nicht mehr quasi. Ja, genau, also bei Metro ja das Gleiche. Also zum Teil nicht mehr, aber da wollen wir nicht spoilern. Ja. Ich glaube, wer es bis heute noch nicht geschafft hat, Fallout zu spielen, der hat einfach Pech und der wird jetzt gespoilert. Aber es spielt alle Fallout, die komplette Reihe, jetzt. Außer das letzte, das könnt ihr lassen. Ja, genau. Also das existiert nicht. 76 meinst du, oder? Ja. Ja. Das existiert nicht. Das ist ein Verschwörungsmythos. Welches? Ja, genau, Veit. Ich wollte es nicht breitreden, aber ja, ich meine dich. Hast du es nicht gespielt? Das Neue nicht? Okay. Veit hat das Neue nicht gespielt, er hat nur Deko in seinem Büro stehen. Ja, alles gut. Hauptsache Deko. Ich hab auch Deko von Spielen, die ich nicht gespielt habe. Alles gut. Das ist wieder Popkultur. 2 war toll. Musik, du bist alt. Hey, ich wollte gerade zustimmen. Ändert also, ja nichts an der Aussage. Ich fand 1 auch gut. Das ist noch älter. Echt? 1 kommt vor 2? Ja, 1 kommt vor 2. Das ist ein lange gehütetes Geheimnis von der Regierung. Sollten wir mal den Leuten von Resident Evil sagen. Das gibt sowieso keine... Naja. 1 hatte keine Nummer. Ja, meistens hat der erste Teil keine Nummer. Ist doch normal. Klugscheißer. Nee, das ist nicht das Thema. Also welche Zahlen vor oder nach welchen kommen. Es hat nichts mit dem Thema zu tun, das stimmt. Ja. Manchmal driftet man ab, das ist auch okay. Ja, genau. Der Kopf braucht manchmal auch mal ein kleines bisschen Durchzug. Durchzug. Genau. Ja, aber wo waren wir bei der Dystopie? Ja, weil Dystopien sind spannender. Dystopie ist Drama. Was wäre deine persönliche Dystopie? Puh. Jetzt ganz spontan, das muss jetzt hier nicht höchst durchphilosophiert sein und durchdacht sein, aber wenn du denkst, oh, das wird jetzt kacke. Ich finde Equilibrium ziemlich grässlich. Tatsächlich. Also der Film hat mich tatsächlich auch ziemlich übel mitgenommen, einfach nur, weil ich mir
so wegen dieser Vorstellung. Es hat ja ein bisschen was von den Borg dann im Endeffekt bei Star Trek, ne? Dass du keine ja. ja, das stimmt. Aber du hast im Endeffekt von außen bestimmt, dass du keine. Was ist ein Leben ohne Emotionen? Also ist halt, wäre im Endeffekt. Da wäre man halt wieder bei der Sache, weiß ich vorher, was Emotionen sind. Wenn ich es nicht weiß, das ist halt wieder dieses, ich kann halt nichts vermissen, was ich nicht kenne. Schwierig. Das stimmt. Aber von jetzigen Standpunkt, ich kann ja von keinem anderen ausgehen. Genau, nee, ja. Das, mit wem hatte ich denn dann noch das Thema so? Wenn wir jetzt von, ja, wenn, ich war mal bei einem Podcast und da hatten wir das Thema, was wäre, wenn man nicht mehr lügen könnte? Dann haben wir halt auch die verschiedenen Szenarien durchgespielt, so was wäre, wenn ich jetzt von jetzt auf gleich nicht mehr lügen könnte, wenn das schon immer so war und sowas. Und das ist jetzt, glaube ich, genau das Gleiche. Wenn ich halt noch nie fühlen konnte, dann ist es egal. Wenn ich aber von jetzt auf gleich nicht mehr fühlen könnte, ja, schwierig. Aber habe ich dann noch das Gefühl des Vermissens? Weil eigentlich fühle ich ja nicht mehr. Mhm. Mein Kopf raucht. Ja, aber bei, ja gut, aber im Endeffekt ist halt die Frage, setzt du voraus, bei Equilibrium war es ja im Endeffekt, dass die Emotionen sich irgendwann den Weg wieder gebahnt haben bei Einzelnen, ne? Also dass das quasi nicht möglich war, das komplett einzudämmen über lange Zeit. Da gab es ja dann die Leute, die dieses Medikament dann irgendwie nicht mehr genommen haben extra irgendwann, weil sie gemerkt haben, also die Emotionen sind ja in dieser Welt quasi eigentlich da. Und es gibt halt Leute, die gemerkt haben, wie es dann mit ist und die dann extra diese Hämmer dann absetzen. Yo, Ladies, das ist übrigens genauso, wenn ihr die Pille absetzt. Just saying, das ist ein völlig neues Gefühl, vor allem wenn man es sehr lange genommen hat. Ist tatsächlich auf einer ähnlichen Ebene. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, so, es trifft nicht auf jeden zu, aber tatsächlich ist dann so ein gewisser Dunstschleier weg, wenn man aufhört, Hormone zu nehmen. Ja, weiter im Text. Okay, kann ich nicht viel zu sagen, aber möchte ich auch nicht. Die Sache ist halt an der Stelle mit den, also die Emotionen sind ja in dieser Welt da. Also es, im Endeffekt, wenn du keinen Referenzwert hättest, würde die ganze Geschichte keinen Sinn machen. Also wenn du nichts, wenn sie nicht ein Fakt wären, der halt da ist. Ja, das wäre für mich tatsächlich, glaube ich, eine der schlimmsten Geschichten, irgendwie in dem Moment halt rauszufinden, okay, es gibt da was, und also es ist ja gerade dieser Aufwacheffekt, der den Horror macht. Na, also es ist ja dieser Polizist, der quasi gegen die ganzen Leute vorgeht, die quasi ihre Medikamente absetzen, der dann quasi das irgendwann selber bemerkt, und der Moment dessen, dass du eigentlich gar kein Individuum mehr warst. Also kein ganzer Mensch mehr. So, das ist ja das, was dann den Schock macht und was dann eigentlich dazu drängt, zu sagen, okay, das muss ich ändern. Das wäre so eine Sache, die ich, glaube ich, die für mich ganz, ganz grausam wäre. Ja, da wären wir auch wieder bei diesem einen Verschwörungsmythos, wenn es ums Impfen geht. Mhm. So denke ich mir auch, dass es auch schon wieder so ein bisschen daraus entliehen, also ob das jetzt Equilibrium ist oder das Buch Brave New World, die ja auf demselben Prinzip eben beruhen. Mhm. Und ich denke, da kommt auch wieder einiges von diesem Mythos her, so von wegen, wenn man sich impfen lässt, werden wir gleichgestellt mit Nanorobotern, die uns umpolen oder was auch immer. Ja. Kennt man alles, hat man alles schon mal irgendwie gehört. In verschiedenen Kombinationen, ja. Genau, was hat der Musik? Okay, für ihn wäre es ganz schlimm, wenn die Kirche recht hat oder irgendeine andere Religion. Sozusagen, wenn du in, ja, ich weiß nicht, Europa vor 1000 Jahren leben würdest oder jetzt in, weiß ich nicht, vom IS geführten Ländern oder so. Also ja, ich glaube, das kommt auch immer drauf an. Ich glaube, ich als Frau hätte es noch mal ein bisschen schwieriger als bärtiger Mann oder so. Würde es mir jetzt, glaube ich, in einem IS-Staat wesentlich schlechter gehen. Oder wenn wir eben auch wieder so, Utopie, Dystopie ist halt relativ individuell, was die halt sich da bauen wollen, das ist halt für die okay und für mich jetzt eher weniger.
Man vermisst die Emotionen teilweise, aber man ist teilweise auch froh, nichts zu fühlen. So ging es mir zumindest. Ich bin verwirrt. Wenn wir medizintechnisch nur so weit wären, dass sowas in einer Spritze hinbekommen würden, dass man keine Emotionen mehr fühlt. Ich weiß es nicht. Also. Das Problem ist, ich stelle mir halt so ein Konzert oder so relativ langweilig vor, wenn man keine Emotionen hat. Alles ist super langweilig. Also es würde ja nichts mehr Spaß machen, weil du empfindest ja auch keinen Spaß. Also, nee, du existierst. Weil dann halt hättest du halt auch einfach so, die ganzen Botenstoffe wären halt auch einfach weg. Ja. Aber es ist eigentlich unrealistisch, weil so, also du kannst nicht die Botenstoffe wegnehmen, ohne dass du depressiv wirst oder sie so hochhalten, dass es irgendwie, das müsste super individuell eigentlich mal wieder, ach, wegen der Impfung. Ja, aber genau, das ist halt Käse. Ja. Das ist halt ein Verschwörungsmythos. Mal ganz davon abgesehen, ob das, also das ist ja jetzt nicht wirklich möglich, ne? Also der Mensch funktioniert nicht ohne Emotionen. Das war schon, jetzt kommen wir wieder zu Star Trek, das ist halt einfach meine Lieblingsserie. aber da, für mich war es immer schon interessant, wie da versucht wurde, einen Androiden, der keine Emotionen hat, zu spielen, weil das funktioniert nicht. Egal, also es gibt immer irgendwelche Situationen, wo dann doch irgendwie was durchkommt, wo man es einfach nicht anders spielen kann, so als wie will man ausdrücken in dem Moment, ja gut, er ist irgendwo ausgeschlossen worden oder nicht richtig verstanden worden. Wie will er das? Also es wäre ihm doch dann total egal. So eine Figur kann auch in der Serie gar nicht existieren. Beziehungsweise kann man könnte überhaupt nicht mit anderen Menschen in Beziehung treten. Also da würde das komplette soziale Leben zusammenbrechen im Prinzip. Und wir wissen ja, Data hatte ja sogar eine Beziehung später. Ja. Ja, Data ist auf jeden Fall eine spannende Figur. Aber da könnte man jetzt zum Beispiel halt auch wieder über Deep Learning oder Machine Learning halt auch, ob man Emotionen durch Deep Learning Prozesse sich aneignen kann. Und dann wären wir wieder bei der Diskussion, ist er ein Lebewesen oder nicht, weil er es kann. Mhm. Ich meine, er probiert es ja und er versucht, was Spoiler, ach komm. Ach, ich will jetzt, also wenn man das noch nicht geschafft hat, dann hat man einfach Pech. Ja, Data hat eine Beziehung. So, ja. Du wisst es. Ich glaube sogar mehrere, oder? Ich dachte nur eine. Ich weiß, ich würde jetzt aber hier jetzt auch kein Geld draufsetzen. Das ist auch kein Star Trek Talk hier. Nein, heute nicht. Aber es passt ja trotzdem irgendwie, weil die Thematik ja trotzdem immer wieder mit vorhanden ist. Das Interessante ist ja auch, dass das die einzige Utopie wäre, die wir wirklich anzubieten hätten. In dem und eine Moment. Tochter jetzt. Und eine Tochter, ja. Hat er auch. Wild. Lal. Oh Gott, ich bin so ein Nerd. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Oh je, Musik, klipp das doch mal. Ja, bitte. Also die Jungs und Mädels aus Frankfurt, die würden das auf jeden Fall feiern. Fantastisch. Okay, und wäre dann auch deine persönliche Utopie die von Star Trek? Tatsächlich ja. Also, du Nerd. Ja, ich weiß. Aber das ist halt auch, also ich finde, auch wenn sie langweilig erscheinen manchmal, ich finde, die sind subjektiv als Geschichten für einen extrem wichtig. Ich kenne sau viele Leute so, die über Star Trek, über Star Trek an sich als Utopie entschlossen haben, dass sie in die Wissenschaft gehen wollen. Also einfach so zu sagen, hey, dieses Konzept, ich meine, in der Welt gilt halt, ja gut, alle unsere Grundbedürfnisse sind gedeckt, wir forschen und so, einfach um uns alle weiterzubringen. So. Das ist so die Ethik, die dahinter steht. Und die haben sich das quasi dann einfach zum Lebensmotto gemacht und gehen dann und sagen, okay, dann gehe ich halt in die Forschung. Dann versuche ich halt in irgendeiner Weise für uns alle was zu bringen, medizinisch oder wie auch immer. Das finde ich halt sauschön. Also, genau. Wenn man das, was man gerne macht, noch verbindet mit irgendwas, was den anderen halt auch nutzt. Also wie das, was ich mache beruflich. Beispielsweise, oder das, was ich mache. Also leben wir in unseren persönlichen Utopien oder wir arbeiten zumindest hin. Ich glaube auch, sowohl der Gedanke von Dystopien als auch von Utopien ist ja auch das, was uns irgendwie antreibt. Ich glaube, so der Mensch ist nicht dafür gemacht, im Stillstand zu leben, sondern so man versucht entweder die Dystopie
mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Abzuwenden. Ja. Und zur Utopie irgendwie hinzuarbeiten. Mhm, genau. Also ich glaube, das ist halt irgendwie immer der Punkt. Und da scheiden sich dann halt wieder Geister. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Jeff Bezos eine andere Vorstellung von Utopie hat als ich. Wahrscheinlich, ja. Und Elon Musk will zum Mars. Das ist das Einzige, was seine Utopie ausmacht. Wenn wir schon wieder mit dem... Nein, heute reden wir ausnahmsweise mal nicht über Elon. Vor 2 Jahren sah meine Meinung noch ganz anders aus als heute. Nee, aber ja, das ist das, was halt Gesellschaft ausmacht. Wow, das war super trashy und klischeehaft. Sorry. Ich gehe. Ja, alles gut. Musste ich nicht verstecken. Versteck mich in einem Fahren. Ich habe heute ziemlich viel über Star Trek abgenerdet. Also das ist auch völlig in Ordnung, weil das passt ja auch super zum Thema. Also über Star Trek kann man immer reden. Ich glaube nicht. Zur Borgkönigin? Ja, das war keine Beziehung mit der Borgkönigin. Weil er hat sie ja eigentlich verarscht. Also auch wieder eine Emotion. Außer in ein paar Sekunden. Dankeschön. Ha? Wir haben den Clip. Mhm. Sehr gut, danke. Ja, was hast du uns noch mitgebracht? Eigentlich wollte ich dich nochmal zurückfragen. Was ist denn deine schlimmste Dystopie und schönste Utopie? Das ist tatsächlich gar nicht so easy. Ich weiß. Bei mir auch ja, nicht. Ja, aber halt auch so spontan ist das echt schwierig. Also, ich glaube, da gibt es irgendwie nicht so das Ultimative. Also, dann wäre ich zumindest wieder bei dem Buch Das Orakel vom Berge ähnlich aufgebaut wie bei Wolfenstein tatsächlich. Also, die Nazis gewinnen. Vielleicht kennt der ein oder andere die Serie The Man in the High Castle. Das beruht auf diesem Buch. Mhm. Sozusagen ganz, ganz viele Teile, zum Beispiel auch der USA, sind jetzt Teil von Japan. Und du hast aber trotzdem irgendwie einen Widerstand. So, aber du lebst halt in der heutigen Zeit. Ja. Das finde ich unglaublich interessant und schwierig. Mhm. Vor allem, weil es halt die komplette Welt betrifft. Das ist halt jetzt nicht so unglaublich lokal wie zum Beispiel Nordkorea oder so, wo du weißt, okay, die Welt woanders sieht anders aus. Sondern du lebst in dieser globalen Situation und steckst da einfach fest. So. Also der Blick auf eine Utopie in dem Szenario ist sehr, sehr schwierig. Wäre es jetzt für mich persönlich sehr, sehr schwierig. Ja. Also ich würde in diesem Szenario nicht leben, aus Gründen. Aber ja, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil sonst hast du ja ganz oft in Dystopien irgendwie noch so den Funken Hoffnung, dass es irgendwie besser werden könnte für einen. Den habe ich aber in dieser überhaupt nicht. Mhm. So A New Hope. Oh nein, das andere ist da. Das andere ist da. Das war auch der einzige Teil, den ich je gesehen habe und dann gesagt, nein, das ist irgendwie nicht mein Franchise. Ich habe dann erst wieder bei The Mandalorian weitergemacht. Ich werde meinen Nerd-Sack nicht noch weiter zunageln, ich sage dazu nichts. Aber nein. Und ich weiß nicht, ob ich eine favorisierte Utopie habe. Puh. Fällt mir spontan tatsächlich nichts ein, wo ich wirklich sage, das ist es. Muss ich glaube, dann bin ich tatsächlich lieber gerade im Hier und Jetzt. Also ich habe mir früher in Sims habe ich mir dann tatsächlich einiges aufgebaut. Das fand ich immer ganz nett. Also so als depressiver Teenie habe ich dann immer Sims gespielt und mir da meine Utopie aufgebaut. So, das war mein Ding. Ansonsten find ich das sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, das ist es. Keine Ahnung. Es ist halt auch wieder super individuell und das kann ich dann halt nicht, wenn ich mir halt wieder diese, also für mich persönlich, dass ich sage, okay, dann müsste ich aber, ich kann zum Beispiel nicht dieses oder jenes Franchise nehmen, weil da gibt es immer irgendwas, was ich nicht mag. So, und das, dann finde ich es halt wieder schwierig. Ja gut, ich meine, das kann sich ja auch im Laufe des Lebens ändern. Das ist halt auch so eine Sache, also was als Jugendlicher für mich eine Utopie war, kann du rutschst immer weiter aus dem Bild. Irgendwann ist er nicht mehr da. Ich habe aber das Gefühl, ich sitze immer noch. Ich habe mir. Na egal. Wir sehen ihn wieder, das ist gut. Was? Oh, das ist aber jetzt ein langer Textfall. Ja.
Wir vergessen die ganze Zeit Portal. Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr die Story von Portal. So ein bisschen Utopie ist doch immer, dass wir in der sozialen Jugendarbeit immer daran arbeiten, uns selbst überflüssig zu machen. Ja, also irgendwo wäre es eine Art Dystopie, Utopie. Sind doch zu viele. Ich bin jetzt gerade so dumm zum Lesen. Zu viele immer drin. Jetzt, oh, danke. So. Mir hat jetzt die Betonung im Kopf nicht richtig gepasst. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Haben wir heute schon mal immer gesagt? Bioshock 3 ist doch ganz primal als Beispiel für, was ist es nun? Ja, oder generell Bioshock. Vor allem das Ende. Wir spoilern heute, oder? Echt? Also Bioshock, ja. Also Bioshock ist ja generell erstmal eine Dystopie. Ja, absolut. So, also kann mir, also gerade beim ersten Teil kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ne? Nee. Ja. Na, also da ist ja aber genau diese Trennschärfe, das Schwierige, ne? Also das sind halt, es wurde ja vorhin auch schon mal gesagt, das sind halt beides Extreme in irgendeiner Weise, aber halt das Leben ist halt, also jetzt kommt das Leben ist halt im Fluss. Also das läuft halt immer weiter, ne? Und deswegen geht es halt die ganze Zeit so ein bisschen so ein Auf und Ab. Und bei dieser Dystopie-Geschichte und Utopie-Geschichte ist halt im Endeffekt, du hast natürlich in Bioshock dieses Element des Arbeitens in eine Utopie rein wieder mit drin. Zwangsläufig. Weil was soll ein Mensch machen, wenn er halt, ne, also wenn du, wobei Rapture gibt nicht mehr so viel Hoffnung dafür am Ende. Jetzt wird hier schon wieder gespoilert. Nee, alles gut, wir sind ja hier im Spoiler-Talk. So, wenn ich es bis heute noch nicht geschafft habe, Bioshock zu spielen, dann seid ihr aber selber schuld. Ich kenne auch nur die Story, ich habe es selber tatsächlich noch nicht gespielt. Ich auch nicht, weil war das nicht sogar ein Xbox-Exclusive eine lange Zeit? Irgendwas war da, dass ich gesagt habe, ja okay, dann halt nicht. Das kann sein. Ich glaube, ich habe vorher noch mal geguckt, ob es im Game Pass ist. Das ist, glaube ich, nicht drin. Aber wollen wir spielen? Ja, können wir irgendwann machen. Ich habe jetzt noch ganz viele andere Spiele erst noch auf der Liste. Ja, war's. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Genauso wie Metro war auch ein langer Exklusivtitel für die PlayStation. Da hatte ich aber Angst, weil es tatsächlich mehr Horror-Shooter wurde als, keine Ahnung, Endzeit-Spiel. Das hatte ich mir erhofft als großer Metro-Leser, Leserin-Fan, whatever. Hatte ich mir tatsächlich mehr erhofft als ein Shooter in Horror. Ja, war nicht so geil. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Also nicht, oder sind das Comics? Nein, das sind Bücher. Also kann ich absolut empfehlen, die Metro-Reihe. Das letzte Buch vom Hauptautor habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Aber also Metro 2033, 34, wobei da der erste Teil tatsächlich der stärkere war. Und dann die ganzen Adaptionen, die dann noch kamen von anderen, also wo dann sozusagen dieses Universe aufgemacht wurde, die sind teilweise fantastisch. Also die Reise ins Licht, die Reise in die Dunkelheit. Die spielen dann in St. Petersburg, nicht mehr in Moskau. Aber halt auch dieses U-Bahn-Szenario, also wem Metro gerade nichts sagt, das ist sozusagen Postapokalypse nach einem Nuklearkrieg in Russland und die Leute leben im U-Bahn-System von Moskau und eben St. Petersburg. Und das ist halt auch unglaublich spannend, weil sich eben in diesen U-Bahn-System halt wieder neue Kulturen und Grüppchen bilden von allem. Also du hast halt die, ich spoilere jetzt euch dieses Buch, viel Spaß, weil da du hast halt zum Beispiel... Du brauchst einen Spoiler-Alarm. Ja, so ein Spoiler. Eine Bauchbinde mit Spoiler. Mhm. Das machen wir das nächste Mal. Und du hast halt zum Beispiel Leute, die farmen andere Leute, um halt Pilze in oder auf ihnen zu züchten zum Beispiel. Oder ihre Schweine damit zu messen. Und dann hast du auch eine ganz klischeehaft natürlich die Nazis, weil Nazis kommen immer irgendwie gut in Dystopien. So, das ist aber halt auch etwas, woran sich halt auch Leute irgendwie halten können. So, jemand gibt dir halt die Richtung vor, also alles, was halt in die Richtung totalitäres Regime geht, findest du halt in verzweifelnden Situationen einfach Anhänger. Halo habe ich nie gespielt, habe die Serie geguckt. Okay, ich habe die Bücher gelesen und Teile gespielt. Nicht alle. Halo 1, Halo 2, glaube ich, das war's. Aber die Bücher sind tatsächlich richtig gut. Die Assassin's Creed Bücher sind auch gut.
Zumindest die ersten, wie das Game. Also kommt noch mehr auf den Pile of Shame. Ja, wahrscheinlich. Ja, man kann ja nicht jedes Spiel, dass das irgendwie gut ist, spielen, weil sonst brauche ich einen anderen Job. Du bist bei den Halo-Büchern eingeschlafen? Das ist auch eine gute Frage. Ich habe einen wichtigen Teil, ne? Also, mir fehlt der Kontext. Die Halo 1 und 2, die ich gespielt habe. Aber wie kann man dabei einschlafen? Wie kann man beim Spielen einschlafen? Was ist mit euch los? Ich glaube, es geht um die Bücher. Ja, das könnte ich verstehen. Büchern könnte ich auch einschlafen. Also tue ich ja, regelmäßig. Das ist gut. Ja, ich meine, das bei den Hörbüchern. Ach, bei den Hörbüchern. Ja, vielleicht solltest du die auch nicht zum Einschlafen hören. Hm. So. Ja, ist, ja. Wäre Halo eine Utopie oder eine Dystopie? Kommt drauf an. Bin ich ein Spartan, dann ist es mir egal. Du musst aber erstmal durch eine ziemliche Dystopie durch, bis du erstmal da bist. Jetzt weiß ich ja nicht mehr. Also. Ich Glück habe, weiß ich das ja nicht mehr. Ich meine, der weiß es. Also, ja, er weiß der es. Der Master Chief weiß es noch. Er weiß es irgendwann wieder, ja. Okay. Das ist jetzt nur mein Halbwissen aus der Serie, aber er weiß es irgendwann wieder. Nein, aus den Büchern? Das ist ja Details, das ist nicht so wichtig. Ja, ja, aber genau das ist ja die Krux an Halo. So, Master Chief erinnert sich wieder. Und dann wird scheiße. Aber es ist ja immer so, du erlebst ja, wenn du so Filme oder Bücher oder Spiele anfängst, so, die meisten, nicht alle, hast du erstmal eine Grundsituation, die erstmal irgendwie, die Serie ist jetzt Kanon, okay, dann passt das. Achso, das ist eine Frage. Achso, Fragezeichen. Ich meine... Ich dachte, die wäre kanonisch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen. Muss ich googeln doch mal, ob die Halo-Serie kanonisch ist. Ich mag übrigens das Wort kanonisch. Warum stehe ich Canon? Wir machen keine Werbung. Scheiße, jetzt fällt es mir auf. Oh, wow. Hättest du es jetzt nicht gesagt, hättest du wahrscheinlich keine Werbung gemacht. Streisand-Effekt. Kenn mich nicht aus mit Halo. Ja, deswegen muss der Musik das googeln. Die Musik machen auf keinen das. Fall Drucker übrigens. Ja, ich bin irgendwann auch rausgeflogen bei Halo. Das wird irgendwann sehr, sehr verwirrend. Aber im Endeffekt, die Gesellschaftsvision ist eigentlich schon eher eine Dystopie, würde ich sagen. Also man hat zwar geschafft, in den Weltraum zu kommen, so, aber du hast einen Militärgeheimdienst, der im Endeffekt macht, was er will. Und das halt im Geheimen und der Aufständen. Das wäre jetzt kein Geheimdienst. Ja, Smart das me. Ist richtig, aber der sehr unethisch handelt, vielleicht ist das besser ausgedrückt. War es okay, die Serie ist nicht kanonisch? Muss ich doch nur das Spiel spielen und die Bücher lesen? Ich mein, na gut. Aber dieses Spartan-Programm ist ja eigentlich auch gar nicht wegen dieser Alien-Bedrohung irgendwie gestartet worden, sondern deswegen, um Aufstände niederzuschlagen in den verschiedenen Kolonien. Da ist die Serie eben nicht kanonisch. Okay. Das auf jeden Fall nicht. Aber die beginnt halt einfach so als Kriegsding. Ich glaube, es wird gar nicht erklärt, also zumindest soweit wie ich bisher geguckt habe, wird es auch gar nicht erklärt, warum dieses Spartan-Programm überhaupt da ist. So, es beginnt ja eher da, wo Master Chief sich wieder daran erinnert, durch welches Programm er im Endeffekt durch musste. Und die eben diese Artefakte gefunden haben. Deswegen kam mir das auch so komisch vor, weil ich glaube, in den Büchern und generell ist es nicht so, dass er das nicht mehr weiß. Ich glaube, der weiß das alles noch in der Spielreihe und in den Büchern. Ja, in der Serie weiß es dann halt auch wieder, weil, also wie gesagt, ich habe halt nur das Serienwissen, dass die ja so eine Kapsel eben haben, die Emotionen und Erinnerungen unterdrückt. So ist es in der Serie. Mhm. Das weicht wahrscheinlich ein bisschen ab. Ja, also ist wahrscheinlich einfach einfacher zu erklären. Mhm. Und die entfernt er sich halt und dann kommen langsam die Erinnerungen etc. zurück. Und irgendwie, er macht immer häufiger Sachen, die er nicht tun soll. Es ist im Endeffekt ein schönes Vehikel, um ganz viel Hintergrund zu erzählen, wenn du sagst, okay, er konnte sich selbst nicht daran erinnern. Und erinnert sich dann plötzlich ganz den Zuschauern erzählen, was vorher war. Ja. Wahrscheinlich haben sie es deswegen gemacht.
Ja, so dramaturgisch ist das eine fantastische Serie. Also ja. Wer sich, das heißt dann jetzt nicht mehr Sky Ticket, aber wer sich wow leisten kann, für Halo kann man das definitiv machen. Oder sich das von jemandem mopsen oder bei einem Kumpel gucken. Mhm. So, Werbung. Ja, Werbung. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Genau, was haben wir denn hier noch? Okay, du kennst dich mit Warhammer 40k aus. Ja, dann setz dich mit her und erzähl uns was darüber. Okay, Veit hat keine Lust. Ich habe aber davon tatsächlich absolut gar keine Ahnung. Ich auch nicht. Warhammer 40k ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, ich kenne mich nur mit StarCraft aus und das basiert ja lose drauf. Eieiei. Ich habe nur die ersten Folgen geschaut, genau bis dahin, wo er sich anfängt zu erinnern. Halo 1 sollte auf der Original Xbox One spielen. Ja, nee. Nee, das mache ich als Remake, so wie jeder andere erwachsene Mensch. Auf 360 verhalten sich die Gegner anders. Mhm. Okay, interessant. Ja gut, aber das hat man ja öfter mal, dass sich dann die Engines oder so ändern. Keine Ahnung. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Metro. Waren wir eigentlich. Und dann sind wir jetzt zu Halo. Ja. Aber da hat man dann also zum Beispiel, das ist dann auch wieder so, selbst bei Metro, wo eigentlich, sag mal, 99% oder mehr als 99% in dieser Dystopie spielen. Ja. Hast du trotzdem am Anfang oder immer zwischendrin wieder auch Sequenzen, weil du einen Charakter spielst, der sozusagen die Welt davor noch erlebt hat. Der nicht in der U-Bahn geboren wurde, sondern noch als Kind die Oberfläche mitgekriegt hat. Und dann kommen da halt auch immer wieder Flashbacks etc. Und es ist trotzdem unglaublich spannend zu sehen, wie die Leute irgendwie versuchen, sich zu arrangieren. Was haben wir denn hier noch? Was ich leih dir gerne meine Danke-Musik übernehmen. Popkultur ist einfach ein sehr breites Feld. Das ist genauso ein toller Satz wie die Gesellschaft ist im ewigen Fluss. Ja, ID, das ist klar. Also ich meine, im Endeffekt gibt's gerade bei dem Thema gibt's tausendes, also fast jede Geschichte, die irgendwie erzählt wird, ist die eine Zukunftsvision ist, ist entweder eine Utopie oder eine Dystopie. Oder hätte ich auch noch was ganz Tolles, und zwar mein persönliches Lieblingsbuch. Mhm. Weil der erste Teil geht überwiegend, wie sind wir in die Dystopie gerutscht. Mhm. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz cool, wirklich mal das von Anfang an zu sehen. Das habe ich zum Beispiel lange The Walking Dead angekreidet. So, du bist plötzlich in dieser Dystopie und so recht hast du keine Origin Story. Das ist halt, das ist einfach so die Gegebenheit. Ja. Ja, ja. Und es wird sehr wenig über den Hintergrund erzählt, wie warum ist das jetzt gerade so? So, und ich bin zumindest von US-Formaten gewohnt und möchte das, dass ich eine Origin Story bekomme. Dann hieß es, ja, mit Fear the Walking Dead bekommt ihr eine, haben wir irgendwie trotzdem nicht gekriegt. Egal. Und anders ist es bei dem Buch von Justin Cronin, Der Übergang, Werbung. Und dieses Buch ist einfach fantastisch. Also es ist sehr lang, mit sehr kleinen Buchstaben. Aber da geht es halt auch darum, dass eigentlich aus einem utopischen Gedanken eine absolute Dystopie gewachsen ist. Es kommt aber erst im dritten Teil. So, wie gesagt, wir sind heute in der Spoiler-Folge. Wenn du es nicht hören willst, halt die Ohren zu. Und zwar geht es eben darum, dass die Welt oder die Menschheit fast komplett ausgerottet wird. Also auch die Tierwelt wird fast komplett ausgerottet durch ein Virus, der halt Leute in sehr weirde Monster, Vampire, Shit verwandelt, die einfach super stark sind und lichtempfindlich sind. Aber es wird alles unglaublich medizinisch erklärt. Also der Horror ist da irgendwie wahr. Und der Ursprung, dass das passiert ist, lag daran, dass Forscher an einem Mittel geforscht haben, was erst Krebs heilen sollte und dann unsterblich. Und durch diesen Größenwahn, durch diesen Gottkomplex, so okay, wir wollen jetzt, dass die Leute unsterblich werden, ist halt diese Mutante einfach ausgebrochen so. Weil die immer einfach an Menschen geforscht haben und eben dann bei einem, das so krass mutiert ist, so bam und dann wissen wir, wie es läuft. So. Mhm. Und das, wie es dann halt auch dazukommt und wie man da hinkommt, das war unglaublich spannend. Und wie gesagt, erst im dritten Teil kommt diese Origin-Story, wie es dazu gekommen ist. Also am Anfang vom ersten Teil wird ganz kurz erklärt, so eine Reisegruppe, ich mache das jetzt ganz schnell, eine Reisegruppe war im Urwald unterwegs. Das war so ein mein letzter Wunsch-Ding.
so, ich möchte diese Reise machen, weil ich bin unheilbar krank. Gehen dahin, kommen zurück, sind plötzlich alle gesund. So, keiner hat mehr diesen Krebs. Alle sterben aber ein paar Monate später an was ganz anderem, gesundheitlichen. So, und dann machen die sich halt auf, so, warum ist das so? Und finden halt dieses Virus, was die erst geheilt und dann getötet hat. Und forschen halt an dem Scheiß rum, weil einer der Forscher möchte seine Frau heilen. So, sprich, wieder irgendwie die Family Affair killt irgendwie den ganzen Planeten. Also wären wir wieder bei Star Wars, so eine ganze Familiengeschichte, ja. Macht schon wieder Scheiße im Weltall. Genau, aber auch, halt auch wieder aus diesen utopischen Gedanken, oh, ich möchte Krebs heilen, ich möchte meine Lieben heilen. Jo, ich lösche einfach mal alles irgendwie aus Versehen. Ja. Weil ich zwischendrin halt noch diesen Gottkomplex entwickelt habe. Ja, genau. Das ist ja bei so vielen Dystopien halt auch so die Grundfrage, darf der Mensch Gott spielen? So, also das ist ja auch bei Equilibrium im Endeffekt, ist es ja auch so ein Ding, wir finden, dass die Welt gar nicht so cool ist, wie sie ist. Wir würden sie gerne so hin manipulieren, dass uns besser gefällt, dass es weniger Verbrechen gibt und so weiter und so fort. Und da ist dann das Ergebnis halt, kannst du schon machen, dann funktioniert es aber nicht und ist eher grausam und eklig. Kam das am Ende nicht raus, was zu der Situation bei The Walking Dead geführt hat? War das nicht sowas Lahmes wie Militärexperiment, was ausgebrochen ist? Keine Ahnung. So wie ich es gehört habe, ist es sogar noch schlimmer. Aber ich will jetzt nicht, ich will nicht irgendwelche wilden Behauptungen aufstellen, ich weiß es gar nicht 100%. Also sicher hat sich bei der Übergang auch irgendwann das Militär halt mit eingemischt, weil man gemerkt hat, oh ja, man könnte die Dinge auch als Waffe benutzen. Na klar. voll smart. Ja, aber wie war denn dann das Ende von The Walking Dead? Also mir ist es ja wurscht, ich finde die Serie doof. Ich habe die Serie nicht bis zum Ende geguckt, ich wurde nur gespoilert. Oh ja, spoiler uns. Also ich glaube, es ist irgendein Alien-Erreger gewesen am Ende. Also so habe ich das gehört. Ich weiß es nicht genau. Boah, bitte nicht, das ist super lame. Gelesen. Das wäre ja lame. Ja, das ist ungefähr wie Indiana Jones und der Kristallschädel. Den habe ich nicht geguckt, Indiana Jones ist nicht mein Genre. Spannungsaufbau und am Ende waren es Aliens, das killt irgendwie jede Spannung. Das ist genauso, wir hatten es erst gestern. Ich bin ein großer Fan von der Dark Pictures Anthology Reihe. Und das war halt auch beim aktuell letzten Teil halt dann auch so, House of Ashes, so erst richtig mystisch aufbauen, bla bla bla, so Aliens. Ist das jetzt irgendwie, ist das der Deal? So, wir wissen nicht, wie wir die Story erklären sollen? Aliens. Ja. So das Meme. Aliens. Ja. Das ist ziemlich häufig tatsächlich der Fall und es ist halt die lahmste Antwort. Ja. Aber hab's auch irgendwann nicht mehr geschaut. Ja, kann ich verstehen, das ist super lame. Es ist auch einfach keine, das ist ja auch keine Zombie-Serie am Ende. Es ist ja, geht ja mehr um soziale Miteinander. Das ist wie gute Zeiten, schlechte ich Zeiten auch mit Zombies. Sagen. So. Ja, ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch was Leute sehen wollen. Also es geht ja auch viel so um emotionale Bindung, bla bla. Mhm. Aber muss ich das komplett totschleifen? Ich weiß nicht, also so kam es mir halt irgendwie vor und was ich halt gehört habe. So irgendwann hat sich halt alles nur noch wiederholt und es war alles schon sehr lange durchgekaut und das ist, aber so laufen halt ganz viele Serien. Das trifft mich wieder vom ursprünglichen Thema ein bisschen ab. Aber halt auch zum Beispiel The Big Bang Theory. Es ging irgendwann überhaupt nicht mehr um, das sind Nerds und irgendwie versuchen die sich sozial zu engagieren, wo man sich noch mit denen identifizieren konnte. Es war irgendwann nur noch Beziehungsscheiß. Ja. Und dann natürlich wieder absolut Stereotyp. So. So Penny wurde ganz lang gefeiert, dass sie sich zum Beispiel aktiv gegen Kinder entschieden hat. Und in der letzten Folge ist sie plötzlich schwanger. Euer Scheiß Ernst. Da habe ich schon nicht mehr geguckt. Du hast nichts verpasst. Ich habe es auch nicht geguckt. Ich habe das dann eben nur so in der Community mitgekriegt. So, ja, wow, okay. Ihr zieht das wirklich durch. Furchtbar. Das ist wo Serien in die Dystopie. Dystopie. Ja, ja. Es ist halt, manche Sachen sind irgendwann auch einfach auserzählt. Und dann sollte man einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, es ist jetzt fertig. Statt dass man es dann irgendwie. Es ist immer doof. Das wäre jetzt auch voll das schöne Schlusswort für hier, aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen was. Jetzt haben wir uns den weggenommen. Ja, wie eine Zombie-Serie, die selber zum Zombie wird. Uff. 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 Ja, aber um mal wieder das irgendwie zum Thema zurückzukommen,
so ein bisschen. Es gibt halt einfach sau viele verschiedene Arten von Geschichten. Und ich finde gerade das Interessantere, finde ich ja auch, wenn so Sachen halt dann, wenn so Sachen dann wahr werden, ne? Also, wenn du dir anguckst, was du da auf dem Tisch liegen hast, dein Tablet, das ist tatsächlich eine Vision, die hatte man in Star Trek, als es noch Klemmbretter gab. So, diese da. Ja. Also das sind so Geschichten. Gibt tatsächlich ein Buch scheinbar, das habe ich jetzt gehört, das hieß irgendwie das Wuhan-Virus. Ja, das ist aus den 80ern oder so. Das sind so ein bisschen so spooky Geschichten oder also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich glaube, das hat keine Kausalität miteinander, aber im Endeffekt finde ich es einfach spooky, wenn so Sachen wie zum Beispiel die Titanic sinkt und es hat halt ein paar Jahre vorher jemand ein Buch geschrieben über ein Kreuzfahrtschiff, was sinkt und als unsinkbar gilt. Also das Ja. finde ich halt ziemlich interessant. Aber das ist halt vielleicht auch deswegen, weil das eine gute Dystopie halt schon sehr, sehr krass Sachen aus der Realität nimmt und die halt dann zuspitzt, sodass es halt sein kann. Das ist auch passiert. Hat es ja Ja. mit China und Orwell beispielsweise auch gesagt. Black Mirror ist ja zum Beispiel auch. Ich Ja, habe genau, richtig. von Black Mirror habe ich tatsächlich die erste Folge gesehen. Ansonsten nichts mehr. Shame on me. Aber die erste Folge von Black Mirror passt halt dazu auch perfekt. Ja. Gerade Aber ist man muss mir. ja auch nicht alles gesehen haben, um popkulturell irgendwie auf dem neuesten Stand zu sein. Ich kann auch über Star Wars reden, ohne dass ich Das ist richtig. 8/9 der Filme gesehen habe. Aber genau, aber so ähnlich ging es mir halt auch letztens. Wie gesagt, dieses Buch, so Leute, keine Ahnung, kriegen irgendwas, infizieren sich mit irgendwas, boom, unheilbare Krebskrankheiten sind geheilt. Vor 2, 3 Wochen kam dieser Artikel, dass 18 Leute mit unheilbaren Darmkrebs plötzlich geheilt sind, alle. So, ich bin unter meinem Bett, schau. Nope. Ja, Ich ja. weiß, wie die Story weitergeht. Nein. Oh je. Ja, gut. Aber genau das ist halt auch so eine Sache, wo man. Also ich finde, Dystopien sind das Gefährliche ist halt einfach, dass du dich dann halt nur noch quasi unter der Decke verstecken willst und denken willst, okay, die Welt ist eh zum Scheitern verurteilt und sowas. Das ist gerade jetzt in so einem Moment, wo du, also wie wir jetzt haben, ist es halt gefährlich, dann halt einfach auch dass man die Hoffnung da verlieren kann. Deswegen würde ich tatsächlich an der Stelle ein bisschen, auch wenn es missbraucht werden kann und so weiter, würde ich trotzdem nochmal hier plädieren für als Gegengewicht für eine schöne Utopie, weil die gibt einem dann auch die Möglichkeit, sich dann dagegen einzusetzen, wenn man merkt, irgendwie hier ist nicht alles so, dass es so schön ist für uns alle. Ja. Ja, aber ich glaube, das braucht es halt auch einfach. Also, Genau. Und wenn es eine das. persönliche Utopie ist, ist ja total egal, ne? Man kann sich ja mit anderen zusammenschließen. Wir wissen aber ganz genau, dadurch, dass wir alle irgendwie ähnliche Emotionen haben, wenn wir solche Dystopien gucken, was die meisten Menschen wahrscheinlich nicht haben wollen. So. Ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen, der. Muss noch was sagen. Ja, aber ich habe es vergessen. Ich kann ja kurz einen Chat lesen, du kannst noch überlegen. Ja, aber ich verstehe das Nein nicht. Ich brauche eine Erläuterung zum Nein. Einfach nur Nein schreiben. Ich darf nicht über Star Wars reden, weil ich die Filme nicht geguckt habe. Okay. Okay. Vielleicht hole ich das irgendwann nach. Aber ich fand Episode 4 sehr anstrengend. Das weiß ich nicht, ob ich das ob ich jetzt so. Nicht weinen. Wird's besser? Es ist meiner Meinung nach ist alles gut. Aber, also außer 7, 8, 9. Ich dachte, das ist nur ein Remake. So, wir haben das alles schon mal Der gesehen mit anderen Charakteren. siebte war tatsächlich der, wo ich aus dem Kino gegangen bin und Oh. gedacht habe, okay,
es ist fast genau wie 4. Sie haben wenigstens nichts kaputt gemacht. Gott. So. Bei 8 und 9. Hm. Naja. Aber du hast es dir trotzdem gegeben. Ja. Das tut mir leid. Ja, ich bin ein bisschen Completionist, was das angeht. Es tut mir weh, aber ich mache es trotzdem. Also, ich meine, es reicht ja für mich, Star Wars gesehen zu haben für das, was Family Guy gemacht hat. Mhm. Dann habe ich alles gesehen. Mhm. So geht es zumindest mir. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Jaja Bing ist auf jeden Fall nicht okay. Okay. Yep, yep. Man hört Gekicher aus der Regie. Oh Gott. Mich so finden das auch. Das ist weird. Mhm. Und dann gibt's aber auch noch so, auch Dystopien, die gar nicht so bekannt sind, glaube ich. Also vor allem in der aktuellen Popkultur, wie The Expanse. Mhm. Oh, ich liebe The Expanse. Warum haben wir denn heute noch nicht darüber geredet? Es ist mir tatsächlich nicht eingefallen, aber jetzt, ich weiß, ich habe mich wieder rausgelehnt. Und tschüss. Irgendwie, so. Ja, die Expanse ist tatsächlich so cool, weil es halt relativ nah an unserer jetzigen Realität ist, ne? Weil das wissenschaftlich so extrem akkurat ist und man hat auch irgendwie Bündnisse, die es jetzt schon gibt und man kann sich vorstellen, so könnte es irgendwann sein. So, das ist halt auch ganz cool. Aber ich meine, das hat auch immer, dass man denkt immer, ja, das könnte bald sein, aber dann guckt man sich zum Beispiel an, was irgendwie die in Star Trek vermutet haben, was wir in den 90ern schon haben werden, was wir definitiv noch nicht haben. Und warte mal, wie viel Zeit haben wir jetzt noch gleich mal für den Warp-Antrieb? 2 Jahre? 4 Jahre? Puh. Wir haben nicht mehr lange, bis wir es erfinden müssen. Ich glaube, irgendwann 2060 war es, glaube ich. Ach, stimmt, du hast recht. Jetzt gerade. Jetzt gerade. 61 war es, glaube ich. 61. Jetzt 2061? Jetzt gerade müssten wir. Aber irgendwas war noch 2024, 2026, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas wurde auch schon 96 entwickelt und das haben wir immer noch nicht. Also, jetzt gerade müssten wir laut Star Trek im Dritten Weltkrieg sein oder so. Ich hoffe, dass das. Ja. Ich will einfach nur einen Replikator haben und dann bin ich glücklich. Genau, ich auch. Also ich meine, das haben wir ja schon was. Ich mein, okay, dann ist das meine Utopie. Ich möchte einen Replikator. 3D-Drucker haben wir ja schon. Ja, aber ich möchte meinen Replikator zum Beispiel mit Hundekacke füllen können und dann aber was Leckeres rauskriegen. So, wenn ich jetzt Hundekacke in den 3D-Drucker fülle, kriege ich Hundekacke. Das war tatsächlich das, was ich nicht so utopisch fand an dem Zeug, dass du quasi alles, was du ausscheidest, sich in Energie verwandelt, woraus dann wieder das wird, was du isst. Aber ja, ich glaube, Musik, das ist gerade das Problem. Also ich hab irgendwie 3 Jahreszahlen im Kopf, aber ich kann sie nicht zuordnen. So, ich habe 96, 2024 und 2061 und eins davon ist Warp-Antrieb, der Replikator und das Holodeck. So, das ist jetzt ein ganz merkwürdiges Trivia. wer das rausfindet, der kriegt irgendwie einen fancy Prize von mir. Ja, das war 2024. Oder 2026. Weil irgendwas war und ich denke mir so, 2024 war irgendwas. Aber was war denn 2024? Okay, wir werden es wahrscheinlich heute nicht mehr rausfinden. Egal. Ja. Ein Holodeck wäre tatsächlich ziemlich super. Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie das sein kann, dass sich Leute bewegen in einem kleinen Raum und. Also der wird plötzlich größer. Ja. Ja, same. Aber vielleicht bewegst du dich dann halt nicht in echt, so wie bei Virtual Reality. Dass es halt alles augmented ist. Ja. Nur weil du halt das Gefühl hast, dich zu bewegen, aber eigentlich läufst du auf einer Platte. Ja gut, ich habe halt noch nie auf so einer Platte gelaufen. Ist auch nicht so geil. Ich befürchte. Ich hab eine PSVR, ich habe noch mal zusätzlich das Problem, dass ich halt die ganze Zeit an dieser Strippe hänge. Ah, okay. Also das nimmt irgendwie alles so ein kleines bisschen die Immersion da raus. Naja. Dazu kann ich nicht viel sagen, ich habe eine Valve Index und ich habe mir letztens mein Steißband richtig heftig angehauen, weil ich mich auf einen Stuhl setzen wollte, der natürlich nicht da war. So nach einer Stunde habe ich das irgendwie nicht mehr mitgekriegt und mich haut es richtig schön auf den Laminat. War ganz toll. Yep. Aber hey, es funktioniert bei mir. Ah ja, das ist auch, wenn die Utopie zu einer Dystopie wird. Ja, absolut. Plötzlich so, oh, das ist nicht real. Also, aber ich saß in einem sehr cozy Zimmer. Ich saß dann immerhin.
Anfangs wurde der Replikator mit so einer rosa Paste gefüllt, aus der dann alles gemacht wurde. Mhm. Okay. Oh, wieder Dystopie. Solid Green. Solid Green ist Menschenfleisch. Leben doch eh in einem parallelen Zeitstrang, in dem Star Trek als Popkultur existiert und deshalb nicht mehr in echt existieren kann. Ah ja, das ist genauso wie das Hamburger Neureiche, die Rote Flora stimmen mit ihrer Bankart 100 oder so. Anstatt Punker auf Sylt mit einem 9-Euro-Ticket. Achso. Irgendwie sowas. Ja, gut. Ja, wahrscheinlich. Ich bin auch ein Ex-Punk, der jetzt mit dem 9-Euro-Ticket hier ist. Also. Uiuiui. Ja gut, aber jetzt wird es dann schon wieder zu fancy. Das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt ins MCU gehen, da hast du ja auch diese verschiedenen Zeitstränge und irgendwie jedes ist anders. Mm. Und manchmal ist es halt für dich persönlich beschissener und manchmal ist es besser. Multiversen, ja. Multiversen. Mm. Jetzt geht's los. Ja gut, aber das, egal ob bei Marvel oder in jedem Gespräch, wenn es um Multiversen geht, dann flattert so weit aus, dass alles einen Sinn verliert. Ja, absolut. Was, der erste Warp-Flug? Ich habe ja erst Warp gelesen. 63. Ja, oh, ich dachte 61. Um 11 Uhr. So genau, ja. Wow. Waren die nicht ziemlich gehetzt? Also in der ersten Kontakt waren die extrem gehetzt. Wie haben die das geschafft, genau Punkt um 11 Uhr zu starten? Die haben halt vorher schon damit gerechnet, dass scheiße wird. Ah. Die wissen das mittlerweile. Die können Zeitmanagement im Gegensatz zu uns. Okay. Das sind ja auch die perfekten Menschen aus der Zukunft. Ja, richtig. Was? Übrigens, zum Thema, wie sich Utopien ändern können. Ich kann das nicht lesen, bin ich dumm? Was denn? Ja, mitteleuropäische Sommerzeit. Oh Gott. Okay. Vielleicht wollte ich es einfach nur nicht lesen. Okay. Okay. Ja, Entschuldigung. Das hat mich jetzt leider so... Wow. Hallo, wir sind super professionell, die Regie lenkt uns ab. Alles gut. Jetzt sind die perfekten Menschen, hatten wir gerade. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Nein. Ja. So, was können wir persönlich tun, um eine gesellschaftliche Utopie zu erreichen? Um jetzt hier noch den pädagogischen Wert mit reinzubringen. Das ist ja jetzt natürlich eine ziemlich politische Frage, ne? Was absolut, und die also ist absolut subjektiv und absolut persönlich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, auf Fleisch zu essen, ist das meine persönliche Meinung. Mhm. Also ich bin generell, gerade weil ich auch Star Trek als meine Utopie sehen würde und weil das auch so das ist, aus welcher Motivation ich lieber arbeite, als um Geld zu verdienen, ist halt einfach dieses Ding der Selbstverwirklichung, wo ich halt immer merke, das funktioniert besser als Motivator, als irgendwie zu sagen, also einfach das zu machen, was man gerne macht, damit man den anderen nutzt. Und deswegen fände ich tatsächlich, dass ein Schritt ein Grundeinkommen wäre. Weil das quasi simuliert, was du in Star Trek hast. Das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen. Weil du im Endeffekt den Leuten die Möglichkeit gibst, nicht zu arbeiten aus einer Notwendigkeit heraus, um sich quasi selbst zu ernähren, weil dadurch kommen Ellenbogen. Sondern eher deswegen, um zu sagen, okay, jetzt habe ich genug und jetzt kann ich quasi das machen, was mir Spaß macht, und wenn es jemand anderem nutzt, dann ist das auch cool. So. Da gibt's natürlich dann immer die Fragen, ist dann für jeden Job genug Leute da? Aber in einer Welt, wo die ersten Stellen, die immer, also die ersten Sachen, die immer gekürzt werden, die Stellen sind, weiß ich nicht. Das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was Star Trek relativ offen lässt. Also wenn es darum geht, so ja,
So, wer darf auf die Sternflottenakademie, wer nicht? Und weiß ich nicht, besteht genau. Da wirklich Chancengleichheit? Ja, schwierig. Genau, das kriegst du auch nicht durch. Erzählt. Jetzt, also tatsächlich wurde es jetzt in, ich glaube, Lower Decks wurde es mal angerissen. Da wurde, können wir Lower Decks wirklich ernst nehmen? Jein. Ich bin großer Fan von Lower Decks. Ja, aber es ist, die Folge, wo einer quasi durch sämtliche Abteilungen geht und überall gesagt bekommt, weil er sagt, das ist nichts für ihn. Ja, dann kümmere dich, also geh woanders hin, du machst das schon. So, überall wird er sehr positiv motiviert und alles super. Da gibt es dann gar keine Ahnung, du kannst das nicht oder mach das lieber nicht oder so. Das natürlich kann man es nicht hundertprozentig ernst nehmen. Aber an sich ist der Ansatz eigentlich ganz nett, weil es ist natürlich positiv, zu sagen, ja, okay, probier's halt woanders. Irgendwo wirst du halt schon deinen Punkt finden, wo du sagst, das ist es. Ja, genau. Anstatt zu sagen, ja, du kannst das nicht. So, ja. Boom. Genau. Weil das ist halt eine Überzeugung von mir. Also irgendwas hat jeder, was ihn leidenschaftlich beschäftigt und wo er was mitmachen will. Ja, also ich sehe da halt auch uns oder mich. Weiß ich nicht. Ich kann nicht für dich sprechen, deswegen. Also für mich ist das auch ein ganz großer Teil tatsächlich von meiner Arbeit, wenn ich dann eben mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen spreche, dann zu gucken, okay, weil das auch immer mein Ziel war. Meine Mom war immer so, such dir einen sicheren Job, alles andere ist egal. So, den Rest kannst du mit dem Geld kaufen, wo ich mir denke, kann ich nicht. Und ich verbringe trotzdem die meiste wache Zeit irgendwie auf meiner Arbeit. Also warum soll ich dann etwas machen, nur damit ich dann Geld habe? Ja. So, warum kann ich denn nicht beides haben? Klar, es hat jetzt verhältnismäßig lang gedauert. Bin auch schon nicht mehr richtig im Bild. Und so gehe ich halt auch an die Jugendlichen ran. So, ich sage nicht, du musst jetzt ganz dringend einen Job kriegen. Deswegen ich hätte einen Job beim Jobcenter haben können. So, aber das wäre für mich absolute Frustration gewesen, jemanden in eine Arbeit zu prügeln, nur damit die Statistik stimmt, wo wir alle mit unglücklich sind. Weil ich muss. So kann ich jetzt sagen, okay, ich helfe dir dabei, irgendwie deine Motivation, deine Interessen zu finden. Aber ich zwinge dich nicht jetzt dazu, das zu machen. Mhm. So, weil das nicht mein Job ist, dich da reinzuzwingen. Sondern wir können uns Zeit lassen und gucken, was dir wirklich gefällt oder was halt auch nicht. Das ist ja auch immer wichtig zu wissen, was einem nicht gefällt. Das finde ich fast sogar wichtiger, zu wissen, was einem nicht gefällt, weil das andere kommt dann irgendwann schon. So, die Liste wird dann dünner. Sehe ich genauso. Und es ist ja auch so ein Ding, diese Sache mit dem, weil das Scheitern so sehr an dem eigenen Lohn hängt, beispielsweise am eigenen Lebensunterhalt, hast du halt in unserer Gesellschaft halt so auch gar nicht die Möglichkeit, auch einfach mal auf die Nase zu fallen, was aber total gut ist, um sich einfach in Sachen zu verbessern und sich weiterzuentwickeln. Also deswegen wäre es halt in so einem Moment, ja, okay, man kriegt irgendwas nicht so hundertprozentig hin, aber es hängt ja ein nettes Leben dran, dann macht man halt was anderes so. Und das würde sowas halt komplett, das wäre halt für mich eine Utopie, die Sinn machen würde, weil es halt den Leuten eben wirklich die Möglichkeit geben würde, Dinge zu tun, die sie gerne machen und sich halt auch einfach auszuprobieren an vielen Stellen. Ich sehe das ja auch bei vielen bekannten Freunden, die jetzt dann halt mit Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 dann noch gesagt haben, ich würde gerne was anderes machen, ich kann es mir aber partout nicht leisten. Ja. So, ich würde gerne noch eine Ausbildung machen, aber ich kann halt einfach von, keine Ahnung, 600 Euro im Monat, kann ich nicht leben. So, ich kann es mir nicht leisten, das zu tun, was ich jetzt gerne machen wollen würde. Mhm. So, und dann hast du teilweise von der älteren Generation Menschen, die dann sagen, ja, bei uns damals ging das aber schon so, dann hast du mit 14 eine Ausbildung gemacht, bist mit 65 in Rente. Ja, das war aber halt noch was ganz anderes. So, warst du da wirklich glücklich und du konntest dir von deinem Geld ja noch wirklich was leisten. So, das ist heute halt einfach nicht mehr so. Wenn man sich anschaut, vor ein paar Jahren hieß es noch, ja, Miete darf irgendwie maximal 40% des Einkommens betragen, was ich schon verhältnismäßig viel finde. So. Und jetzt irgendwie alle in meinem Dunstkreis oder viele in meinem Dunstkreis zahlen 70% ihres Gehalts an Miete. Wie willst denn du dann noch von irgendwas leben können? So, und dann solltest du wenigstens irgendwo noch Spaß haben und dann sollte es vielleicht die Arbeit sein. Aber du hast aktuell einfach nicht die Möglichkeit oder wenige haben die Möglichkeit dazu. Und das finde ich super traurig. Ja. Genau. So, wir haben jetzt hier noch einen ganz langen Text. Ich finde, dass man einfach versuchen sollte, gegen Dystopien zu arbeiten und bei Utopien immer auch mögliche Dystopien mit einzudenken. Das kommt doch dem Arbeiten in Richtung Utopie am nächsten. Ja, absolut. Würde ich auch sagen.
Also wie gesagt, es ist halt gerade eben, ja, das, also es ruft halt Emotionen hervor und es macht halt, also es soll ja quasi auch unangenehm sein, diese Dystopien zu gucken. Aber ich finde es ganz, ganz schwierig, das in Angst umschwenken zu lassen. Ich finde, die sind unglaublich gute Geschichten, die einen mitreißen und die einen im Endeffekt dazu befähigen, das ins persönliche Reflektieren mit einzubeziehen, was möchte ich denn auf keinen Fall haben? So, wogegen muss ich was tun? Und das ist in unserer Gesellschaft jetzt zum Glück nicht zwangsläufig zu sagen, ich muss da jetzt, was weiß ich wie, auf die Straße gehen und keine Ahnung, Terrorzellen gründen wie bei Wolfenstein oder sowas. Sondern das kann man hier zum Glück ja immer noch auf einem politischen Weg tun und so. Also man hat irgendwie Möglichkeiten. Also zumindest halt irgendwie auch seine persönlichen kleinen Päckchen irgendwie tragen, würde ich jetzt auch mal sagen, dass man halt auch sagt, okay, wenn ich vielleicht in der Politik nichts reißen kann, weil ich irgendwie eine einzelne Person bin oder das halt auch einfach nicht mein Cup of Tea ist. So, ich kann jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, kann ich politische Entscheidungen treffen. Ja, zum genau. Beispiel. Genau. Und ich glaube, das ist aber halt vielen immer noch nicht bewusst, den Jüngeren natürlich schon eher, weil das halt auch einfach mittlerweile ihr Thema ist. So, mhm. Zukunft ist ein ganz großes Thema mittlerweile und halt weniger die individuelle, sondern halt auch einfach wirklich die globale. Also wenn ich mir eben Fridays for Future oder so anschaue. Mhm. Ja. So dieses, ich möchte noch einen schönen Planeten haben für die nachfolgenden Generationen, für meine Generation. Und da muss man einfach weiter rausdenken, außer wie kann ich mir das nächste Auto und das nächste Haus oder überhaupt ein Haus leisten. So. Mhm. Die utopischen Ziele verändern sich halt auch einfach mit der Gesellschaft. Ja klar, aber ich habe ja auch schon mal gesagt, also die vorherigen Generationen hatten andere utopische Ziele, als wir die hatten. Das war aber trotzdem nicht falsch, da zu sagen, okay, wir bleiben da dran. Weil die vorher haben unsere Utopien ermöglicht. Im Prinzip. Ja. Ne? Also wenn, das ist halt im Endeffekt, finde ich das, und auch wie gesagt, die Utopien, die ich als Jugendlicher hatte, die habe ich heute vielleicht ganz anders. So, das wie kein Freibier? Hm? Freibier? Finde ich immer noch nicht schlecht. Aber es hat nicht mehr denselben Stellenwert. aber im Endeffekt muss man jetzt nicht auch bei einer bleiben das ganze Leben lang, aber einen zu haben ist trotzdem schön, weil dann hat man was einen antreibt und wo man hin will. Auf der anderen Seite was einen abstößt und was einen, wo man nicht hin will, und dann hat man doch eigentlich einen Kompass. So. Schön, dann haben wir jetzt auch noch den moralischen Kompass abgedeckt für Utopien und Dystopien. Und waren wieder Disney-mäßig unterwegs. Pädagogisch, wertvoll. Ey, das ist mein Fahren. Entschuldigung. Ja, hinter denen darf nur ich mich verstecken. Bei dummen Aussagen. Oh Gott. Werbung. Oh. Dann haben wir es, glaube ich, weil es ist tatsächlich anstrengend, über Dystopien zu sprechen. Ja. Und Utopien geben aber nicht so viel her, wie wir am Anfang schon herausgefunden haben, leider. Mhm. Weil No Drama ist langweilig. Jo. Also in Spielen, Filmen und so weiter geht es ohne Drama tatsächlich nicht. Wunderbar. Dann hoffe ich einfach, dass bald mein Replikator entwickelt wird, damit wir näher an meiner Utopie sind. Mhm. Mich brauchst du nicht fragen. Ich habe keine Ahnung von Physik und so weiter. Deswegen bin ich Sozialarbeiter geworden. Ja, ich glaube da auch nicht dran, aber es gibt weiß ich nicht. Hoffnung. Nein, alles gut. Okay, dann danke ich dir, dass du da warst. Es war ein sehr witziges Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ein, ich auch. Ein ganz cooler Talk mit sehr viel Input von verschiedenen popkulturellen Einflüssen, ob das jetzt Bücher waren, Spiele, Filme. Ich glaube, da könnte man theoretisch auch wirklich einen kompletten Abend mit füllen. Auf jeden Fall. Aber irgendwann wird es ja auch so ein bisschen, bräuchte man jetzt noch eine Pause und dann sehen wir uns da wieder. Nee. Ich glaube, wir haben es sehr gut umrissen, was Utopien und Dystopien sind, wo man sie finden kann, wie wir selber dazu stehen, was wir utopisch und dystopisch finden. Und
wo es eventuell hingehen soll. Mhm. Ja, danke dir für die Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht. Und Dankeschön für die Beteiligung von... Vom Chat. Vom Chat. Da seid ihr. Mhm. So, und dann gucke ich mal, können wir zu irgendwem hinraiden, weil ich raide eigentlich nie, wenn wir live sind, aber ich fände das heute eigentlich ganz witzig. Hast du jemanden? Ich habe jemanden. Fight. Können wir zu Bonsai-Tainment raiden, bitte? Das finde ich cute. Clap. Ich habe den Emote nicht. Wieder Bonsai und dann das Tainment von Entertainment. Oder ich kann doch bestimmt auch raiden. Ich kann das bestimmt auch. Oh. Echt, als Mod kann ich raiden? Nein. Ja, ich bin nur Mod. Ich kann dir auch den Link nochmal schicken oder so, wenn dir das hilft. Was kann ich? Oh ja, ich sehe überhaupt nichts. Ja, ich sehe nämlich leider gar nichts. Oh Gott. Ich kann es auch einfach in den Chat schreiben, dann weißt du, wo du hin musst. Das klingt doch gut, oder? Ja. Oder? Bonsai-Tainment. Ja. Genau, dann gehen wir zum Bonsai, weil der malt nämlich gerade. Mal dann so ein Goku. Und ja, dann wird er jetzt hingeradet. Einmal mit Profis. Ja, Mosik, das ist hier alles noch ein bisschen neu mit dem Raiden. Ich raide eigentlich nie, wenn wir Gäste haben. Und das weißt du. Danke, dass du da warst. Danke, dass die ich weite da war. Reise aus Frankfurt. Danke, dass ihr da wart. Und wir sehen uns, weiß ich noch nicht, vielleicht nächste Woche. Nächste Woche wird stressig. Ansonsten definitiv in 2 Wochen. Haut rein. Tschüss. Wow, 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 wow.